So. Nachdem die letzte Aufnahme fast 10 Minuten Überlänge hat. Aber wenn ich die jetzt auch wieder 5 Minuten länger mache, dann bin ich quasi wieder einen halben Stundentakt. Na, mal gucken. Ihr mögt ja längere Folgen. Also zumindest mag ich längere Folgen. Ob andere Menschen auch längere Folgen mal mögen, weiß ich nicht. Hast du schon mal von diesem Fahrzeug gesprochen, wo man von außen nur diesen Bass hört? Ach nee, darüber hatte ich in meinem Clicker Hero Let's Play gesprochen gehabt. Es war nicht bei meinem Test. Schade. So, dann machen wir mit dem weiter, was ich eigentlich in dieser Woche machen wollte. Zeugs abbauen. Wie sieht eigentlich gerade mein Platz aus? Ah, schon wieder komplett voll. Jetzt habe ich doch noch das Glas auch mitgenommen. Egal, wir haben Taschen. Die aber auch schon fast voll sind. Egal, auf jeden Fall kannst du da rein und du kannst da rein. 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 Du kannst, nein, Alter. Du kannst da rein, du kannst da rein. Oh. Schon sieht es wieder besser aus. Sehr schön. So. Genau. Wir waren hier. Irgendwo. Waren wir hier oben? Ja. Oder? Ne, hier war. Moment mal. Wo waren wir denn jetzt? Waren wir hier? Wo waren wir denn jetzt? Wir haben noch irgendwo eine ganze Menge Scheiße abgebaut. Auf jeden Fall ist da schon mal welches? Oder waren wir hier? Oh Gott, hier sind so viele Stellen, Alter. Wo waren wir denn jetzt? Egal, wir machen einfach irgendwo weiter. Also hier. Hier sehe ich gerade welches, also... Ach, hier waren wir. Ah, sehr schön. Oh, hier war Licht. Wo kommt das Licht hierher? Oh, Durchbruch. Ach ja, das Wort Durchbruch erinnert mich schon wieder an das schlimmste Praktikum der Welt. An das Problem, wenn man auf Lehrer hört. Ey, Ronny, du machst so Elektronik. Der wird doch Elektroinstallateur. Ja. Alles, was man da macht, sind Wände aufstemmen. Danke dafür. Alleine, wenn ich das Wort Durchbruch höre, dann brech ich. So. Wo ist denn noch welches hier? Hallo. Habe ich jetzt die... Ich habe die Chip immer noch nicht. Ach doch, habe ich. Ja. Ach so, ne? Weil ein gewisser netter Herr hier aus Versehen mal ein Stück Holz weggeschmissen hat. Ne? So ein ganzes Deck von Holz. Man muss mit diesem Ölding... Müllding... tierisch aufpassen. Weil das Problem ist, mein Test ist a bitch. Und zwar richtig bitch. Ja? Wenn du etwas wegnimmst und quasi ziehst dabei, also du klickst rauf und bewegst dann die Maus. Und der Server hängt auch nur ein bisschen hinterher. Und da reicht wirklich schon auf ein paar Millisekunden. Weil wenn du raufklickst und direkt wegnimmst, das ist der Bruchteil einer Sekunde. Da reicht also schon ein ganz kleiner Lag aus, damit mein Test denkt, du hast nicht das hier hochgenommen, sondern das, wo die Maus denn gerade drüber ist. Das heißt, angenommen, du hast jetzt ein Delay von einer Drittelsekunde, du nimmst das und eine Drittelsekunde später ist die Maus denn hier. Dann setzt mein Test das so um.
Warum auch immer das Mindtest so macht. Auf jeden Fall passiert das dadurch halt öfters, dass wenn du etwas wegschmeißen möchtest, na, und du klickst hierauf und willst das ins Müll schmeißen, dass dann Mindtest ein ganz klein Leck hat von, weiß nicht, ich sag jetzt mal so vielleicht 100 Millisekunden, ja, doch, 100 Millisekunden, also eine Zehntelsekunde. Dann nimmt er auch aus Versehen das hier und schon schmeißt er etwas Wertvolles weg. Das hat nichts damit zu tun, dass mein Server extrem laggt, sondern es ist einfach allgemein so bei Mindtest. Auch bei anderen Servern, wo ich schon drauf war. Und auch wenn ich nicht von meinem Zuhause auf drauf war, sondern von woanders, zum Beispiel in der Schule jetzt da drauf war. Und unsere Schule hat ein relativ gutes Netzwerk gehabt. Wie gesagt, es reicht schon ein ganz minimaler Delay quasi aus, damit dieser Fehler auftritt. Deswegen dieses Mülldings da immer mit ganz Vorsicht behandeln. Das macht selbst ich, wenn ich Singleplayer-Maps spiele, wo ich quasi gar keinen Delay habe. Selbst da habe ich es mir angewöhnt, wenn ich etwas wegschmeißen möchte, etwas in die Hand zu nehmen, hier erstmal drüber zu verweilen, zu gucken, okay, ist das noch das, was ich wegschmeißen möchte, und erst dann drauf zu klicken. Weil wie gesagt, die Sache ist, was ich persönlich ganz witzig finde, wenn ein Lag kommt, also ich nehme jetzt das hier hoch und jetzt gehe ich mit der Hand darüber und jetzt registriert es quasi mein Test, dann wird das gewechselt, was in dem Moment in dem Slot ist, also quasi einmal so. Der Vorteil ist also, wenn du bereits mit dem Block hier drüber über alles weg bist und hier nichts mehr ist, dann kann der Lag auch keinen Schaden mehr verursachen. Das heißt, wenn du quasi mit der Maus schon hier oben bist, bist du safe. Deswegen, wenn du es jetzt etwas wegschmeißen möchtest, einfach das nehmen, hier kurz drüber halten, gucken, ist es noch das, was du wegschmeißen möchtest, und wenn ja, wegschmeißen. Wie gesagt, dieses Fach hier ist a bitch. Es ist halt auch nicht rückgängig zu machen, er fragt halt auch nicht ab, möchtest du wirklich wegwerfen, sondern wenn du rausdrückst, ist es einfach weg. Deswegen, wie gesagt, selbst bei Singleplayer-Maps, wenn du wirklich direkt auf dem eigenen Rechner spielst, habe ich ab und zu das Problem, dass sich hier Tropfen austauscht. Also, das hat nichts damit zu tun, dass mein Server extrem laggt, weil ganz im Gegenteil, wenn mein Server extrem laggen würde, hättest du sogar einen Vorteil, weil beim starken Lag würde er erst dann merken, dass du hier was weggenommen hast, wenn du schon längst nicht mehr hier drinne bist. Wenn du quasi hier oben bist und wartest, ja, man macht das jetzt endlich mal. Das heißt, dieser Fehler tritt gerade dann auf, wenn du halt keinen sehr großen Lag hast, sondern halt nur einen sehr kleinen Lag. Das ist nämlich das Problem dabei. Wollte ich nur mal erwähnt haben, jetzt auch nicht nur für die Person, der das passiert ist, sondern quasi für alle meine Zuschauer als allgemeine Warnung. Unified Inventory kann schon ganz schön ein Bitch sein. So. Ich meine, gut, wenn man jetzt irgendwie privat spielt, hat man meistens sowieso Server-Administratorrecht, das heißt, man kann sich einfach die Sachen wiedergeben. Aber wie gesagt, gerade auf Servern, wenn ihr auf externen Server spielt, wo auch das Unified Inventory drin ist und die Sachen wegwerft, immer sicherheitshalber nochmal gucken, ob ihr wirklich das wegwerft, was ihr wegwerfen wollt. So. Wo bin ich hier überhaupt gerade? Wie bin ich hier hingekommen? Wir gehen auf jeden Fall mal da hinten wieder hin. Da hinten waren wir letztens. Und da waren wir noch lange nicht fertig, soweit ich weiß. Gut, der Weg da hinten ist da hinten hin ist relativ lang. Oh, Eisen. Oh, Spitzhacke. Ja. Das war der Lag. Mein Server hat gerade zu sehr geleckt. Da hat die Spitzhacke weggeleckt. Und das für Eisen, wo ich mich gerade sowieso schon wieder frage, warum ich das ganze Zeug jetzt hier eigentlich gerade mitnehme. Obwohl wir davon schon massig haben. Es sind einfach diese gewissen Triebe, ja. Wenn man halt Eisen findet, ne? Normalerweise, wenn du halt bei Eisen, bei Mindtest eine neue Welt startest, bist du immer erstmal auf der Suche nach Mindtest. Nach Eisen. Und das setzt sich halt so im Kopf fest, dass wenn du Eisen findest, musst du es direkt abbauen. Weil es könnte ja das letzte Mal gewesen sein, dass du es jemals wieder findest. Oh, Mese. Hier ist der Kriegt sogar eine Belohnung dafür. Gut, ganz ehrlich, Blei wäre mir zwar lieber.
Davon gibt es jetzt hier gerade eher nicht so viel, aber was soll's. We need more particles here. Ah, da hinten. Da waren wir. Zuletzt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir da an der Stelle schon fertig waren, ob wir da soweit abgesprochen hatten. Aua. Ja. Das Ding ist auf jeden Fall noch was. Guck mal an. Als wenn man in so einer Höhle jemals fertig sein könnte. Wenn man kein Blei mehr findet, geht man einfach 3 Meter weiter, sticht einfach mal in den Boden rein und findet schon wieder 3 Kilometer weit. Ja. Oh mein Gott. Die Entschädigung dafür, dass ich heute so viele Spitzhacken verbraucht habe, geopfert habe. Verschwendet habe. So, Tasche weg. We need more Licht. So. Kupfer. Kupfer sag ich schon. Blei natürlich. Mein Hirn leidet scheinbar schon an einer Bleivergiftung. Noch mehr Blei. Ich weiß doch gerade gar nicht, wie viele wir jetzt eigentlich mittlerweile haben. Wir dürfen ja mittlerweile schon fast so 700, ne? Könnte fast hinkommen, die 700. Wir kommen also langsam in den grünen Bereich, möchte ich fast sagen. Alter. Danke. Okay. Wieder hochkramen hier. Wie sieht es eigentlich mit unserer Rüstung aus? Oh, Alter, die ist ja noch mehr als die Hälfte geheftet. Geheftet. Tja, die Rüstung hält wiederum extrem lange, ne? Der hätte jetzt ja quasi eigentlich auch so machen können, weißt du, dass die Regenbogenrüste zwar quasi viel Schaden abhält, aber halt auch relativ schnell kaputt geht. Wie gesagt, mein Werkzeug ist ja quasi genauso. Die gehen relativ schnell. In Eimer. So. Wie sieht's hier aus? Eher schlecht. Was auch immer, kein Blei mehr hier, was ist denn los? Aber Kupfer.
Wobei wir mittlerweile von Kupfer eigentlich schon relativ viel haben. Also danach muss ich jetzt nicht mehr explizit graben. Sagte er und guck weiter. Und die nächsten Wackeln sind weg. So, einmal können wir noch machen, danach gehen uns die Stöcker aus. Aber gut, uns gehen auch langsam die Spitzhacken wieder aus, von daher. Oh mein Gott. Ups. Wie groß diese Höhle halt einfach ist. Okay, jetzt Ende. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass die Höhle groß ist. Dann wäre sie noch noch mindestens 3 Kilometer weiter gegangen. Heiliges. Nein, lieber da. In die Fackel wird es gleich drauf gehen. Und die nächste Fackel ist weg. So, wie kommt es hier am besten wieder aus? Ich schaffe hier das ganze Eisen ab und grab mich dabei auch gleich wieder raus. Easy. Jetzt wieder drauf. Jetzt. Draußen. Yay. So. Gehen wir mal wieder zurück in die Haupthöhle. Denn wir sind hier ganz schön abseits. Nicht, dass wir uns hier noch verlaufen. Ich hätte halt schon gerne noch ein bisschen Blei. Hier schon mal Kupfer. Nutzen. Schade. Gut, dann gehen wir mal in die nächste Höhle. Das Audiokabel hier. Kopfhörerkabel. Ist ja Audiokabel. Ins Loch gefallen. So. Oh, Kupfer. Was sehen meine müden Augen denn hier? Oh. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum hier eigentlich in der Map so selten Lava vorkommt. Warum haben die das bei MyTest geändert? Oder habe ich wirklich einfach nur so einen schlechten Seed?
Weil ich kann mich daran erinnern, dass wo ich früher mal angefangen habe mit MyTest spielen, ja, also so zu Zeiten von MyTest 4.4 und 4.7 und sowas alles. Also wo ich dann auch wirklich angefangen habe, aktiv Höhlen zu erkunden und so. Da kam Lava viel häufiger vor. No, und jetzt, da mussten wir letztens nach so einem richtigen Lava-Teich, also unterirdischen Lava-Teich da, da mussten wir richtig suchen, wie die Bekloppten. Das kann nicht normal sein. Ach, mein Arsch, mein Penis. Oh, by the way, wir wollten hier noch Schützen ranbauen. Na, später vielleicht. Jetzt lassen wir es erstmal so, wie es ist. Lalalala. Ah, halb auf Deck gerade mal. Nicht so viel. Nicht so viel. Was sehen meine müden Augen denn da? Direkt von Randa und keiner wacht was. Das ist ja Verrat. So, Spitzhacke alle. Oder habe ich noch eine? Nö. Moment, ist mir wieder einer. Ja, klar, doch. Eine ist mir wieder abhanden gekommen. Danke dafür. Das ist ja eigentlich drin. Gar nichts. Okay. So. So, komm, wir gehen gleich mal zum Lager. Mal die ganzen Steine wegbringen, die wir hier so vorbei ist, dann besser wäre vorher unser Inventar. Ach nee, komm. Doch. Was tue ich hier gerade? Egal, machen wir anders. Packen wir den Scheiß, den wir erstmal bei uns im Inventar haben, packen wir erstmal in einen Backpack. Damit wir dann unser Inventar mit Stein voll machen können. So, das heißt, Backpack Nummer 2. Kommt jetzt alles rein, was nichts mit Stein zu tun hat. So, da. Schon zu drei Viertel geladen, Alter. Gefüllt meine ich noch. Nice. Und zu drei Viertel jetzt. Hä? Also, davor war zu zwei Drittel. Habe ich zwar, glaube ich, auch gesagt, aber kann auch sein, dass ich am Anfang schon drei Viertel gesagt habe. Also, jetzt ist zu drei Viertel und davor war zu zwei Drittel. Ist doch egal. Was ist hier eigentlich drin? Achso, schon da. Den ich auch noch rauspacken muss. Gott. So. Da. Perfekt. Genau. So. Ich weiß gar nicht mehr, das war doch, das war ja, glaube ich, bei meinem Klon. Da wollen sie jetzt wieder, oder was doch bei meinem Test. Also bei 3D Armor. Die hatten ja irgendwie mal darüber gesprochen gehabt, hatte ich ja, glaube ich, auch mal erwähnt gehabt, dass unten die Armor-Anzeige ja nicht mehr das, so wie es jetzt ist, dass sie quasi die Abnutzung anzeigt. Was ich persönlich halt voll cool finde. Sondern die wollten es ja auch irgendwie mal wieder so umstellen, wie es ganz früher war. Dass die quasi die Stärke der Rüstung anzeigt. Ne? Also quasi, das heißt, 100% wäre die stärkste Rüstung, die man haben kann. Und ja. Wenn man halt noch eine Holzrüstung anhat, quasi, dann ist es nur halt, weiß nicht, 20% oder sowas. Wo ich mir aber denke, ganz ehrlich, ist Schwachsinn. Weil
was für eine Rüstung du anhast, weißt du. Du weißt, dass du eine Holzrüstung anhast. Oder wenn du dir eine Stahlrüstung gecraftet hast, dann weißt du, dass du eine Stahlrüstung anhast. Und dass eine Stahlrüstung stärker ist als eine Holzrüstung, weißt du auch. Was aber im Normalfall, wenn du unterwegs bist und gerade gegen Monster kämpfst, viel mehr interessant ist, ist das, wie viel noch übrig ist von deiner Rüstung. Also, ob du gerade Gefahr läufst, dass deine Rüstung einfach mal dissipiert. Deswegen ist das so, wie es jetzt gerade ist, halt viel sinnvoller. Aber nein, im Mindset-Forum war vor kurzem wieder die Rede, das wieder aufs klassische System umzustellen. Wo ich mir so denke, wenn ihr das macht, aktualisiert 3D-Armor nicht mehr. Dann habt ihr quasi einen treuen Updater weniger. Was mache ich jetzt eigentlich? Zuallererst das. So, da räume ich mal direkt den ganzen Scheiß weg. So. Hab ich hier gerade viel gerumpelt? Du kommst erstmal nach da. Die kleine Kiste kommt in die andere Kiste. Ja, genau, hier war die nämlich drinne. Dann hat die da jemand rausgenommen. Wahrscheinlich der hier, ja eben, der war ja von hier. Der, ne, der da reingefallen ist, hat dann vorher unser Haus aufgestöbert. Was für ein Huro so. Eben, weil das hier ist original auch nicht drinne gewesen. Hat er unsere ganzen Blätter geklaut. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Die ganzen Blätter sind alle im Lager. Oder? Glaube ja. Genau, Glas noch zurückpacken, dicht zurückpacken und mittlerweile wieder 17 Stück. Können wir mal einschmelzen. Irgendwann mal. Goldtaler. Kommt da rein. Bin ich gerade am Überlegen. Hatten wir die ganzen Blätter ins Lager geräumt? Oder waren sie doch noch in der Kiste drin und die sind jetzt tatsächlich weg? Was nicht schlimm wäre, kriegen wir relativ schnell wieder, aber es wäre zumindest nicht traurig. Scheiße, ich habe die ganze Kohle und die ganzen Eisen jetzt oben reingepackt. Ach, fuck. Ah. Ich mal hier alles rauskommen. Eisen? Kohle? Nö. Gut. Ja. Ah, gut, wir haben mittlerweile. Ja, wir haben nicht mal 700. Also fehlt uns auch noch eine ganze Menge. Dafür haben wir hier massig Eisen und Kohle. Schön. So, ich würde mal sagen, ich mache einfach mal so und so und so, so und so und so und so. Dann wissen wir, wie viel wir noch ungefähr sammeln müssen. So, du kommst mal raus, du kommst mal rein. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Wir brauchen noch eine fünfte. Wir haben mal wieder eine zerstört. Erfolgreich. Weißt du was? Da kommt immer doch her. Dann schmelze ich euch gleich mal ein. Ja, wobei 17 ist natürlich eine nicht so streitbare Zahl. Danke dafür. Ja. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Das. Stöcker. Wie sieht es aus mit Stöckern? Ja. Sieht gut aus. So, können wir nämlich auch wieder ein paar Fackeln bauen. So, muss man sich überlegen. Genau, Fackeln haben wir. Kohle bauen wir wieder ab. Das ist kein Problem. Wir haben Nahrung. Sieht also gut aus soweit. Sehr schön. Dann bauen wir uns jetzt mal direkt nochmal eine
Spitzhacke. Die dürfte mittlerweile fertig sein. Die letzte kommt mal in den Reparierer. Ist das ein Wort? Ich hoffe doch. So, und die, wir räumen mal hier ganz kurz ein bisschen auf. Ein bisschen defragmentieren quasi. Alter, wir haben einfach eine ganze Reihe Eisen. Gut, ist jetzt nicht so viel, wie ich dachte, aber trotzdem viel. Oh, wir haben sogar mehr Kohle als Eisen. Gut, Kohle brauchen wir aber auch öfters. Ne, gerade mit diesen ganzen Legierungen und Kupfer haben wir jetzt in letzter Zeit relativ häufig gebraucht. Gerade auch für die ganzen Kabels und sowas brauchen wir auch immer Kohle für schwarze Farbe und so einen Scheiß. Also für dieses Gummizeug. Von daher. So, dann haben wir jetzt eigentlich soweit alles. Ja. Können wir in die nächste Höhle gehen? Höhle Nummer 2. Beziehungsweise, nein, wir gehen nochmal in Höhle 1. Hatten wir nochmal so ein kleines Fündlein gefunden. Fundörtchen. Ja, gut funktioniert. Danke. Wänden hier, in den Wänden steckt auch überall so ein Scheiß. Würde mich nicht wundern, aber ich habe jetzt auch keinen Bock danach zu gucken. Weil auf gut Glück rumgraben könnt ihr quasi überall. Also, das bringt uns nicht wirklich weiter. Aber hier wissen wir, dass hier welches ist, von daher ist es unsere Pflicht, das auch abzubauen. Denn alles andere könnte ich mir nie verzeihen. Niemals. Nein. Nein, mein Freund. Ich meine ehrlich, wie lange war Bleidig unser Freund? Bevor er angefangen hat, die von uns abzuwenden, der Hurensohn. So, hier oben noch ein bisschen. So. Mache ich die ganze Leiter kaputt von Optik her. Treppe. Oh, apropos kaputt machen. Was ist hier passiert? Wir hatten das zu verantworten, meine Lieben. So, schon besser. Achso, okay, so tief runter geht's da nicht. Da würde ich mal sagen. Ach, guck mal, hier sind wir. Gibt's noch mehr Zeugs? Oh, hier geht's schon runter. Ja, hier ist noch mehr Blei. Dieses Blei, oh mein Gott. Oh. Und Kupfer auch noch, oh mein Gott. Oh, das ist doch wieder. Nee, ist kein Blei. Aber hier ist Blei. Oh, Blei. So weit das Auge reicht. Blei. Blei. Warum bleibst du nicht, mein lieber Blei? Gar nichts mehr. Licht. Danke. So. Aha, interessant. Oh, doch. Wird schon der Ort. Oh, bleib. So, wie viel? Oh. Wow. Ich habe noch keine Kohle abgebaut. Das gibt es ja gar nicht. Danke. Nein! Autsch! Wo bin ich jetzt gelandet? Oh. Auf jeden Fall ganz schön tief. Oh, Blei. Alter. Okay, zuallererst müssen wir wieder hochkommen. Und dann würde ich mal sagen, wenn wir wieder oben sind, dann seilen wir uns mal ab. Weil das sieht doch relativ gut aus. Wo ist mein Seil? Dankeschön. Wie kann ich mich am dümmsten abseilen? Doch eigentlich hier so. Das
heißt genau so. Und jetzt einfach immer ruf da, ist doch Dufter. Ruhe. So. Perfekt. Oder? Nee, so komme ich gar nicht vor. Nee, das war dumm. Ich müsste eher. Wait a minute. Ja, wieder ist am dümmsten. Na gut, müssen wir halt immer sich so ein bisschen ranspringen. Wir brauchen mehr Kohle. So, damit ist die erste Spitzhacke auch schon wieder weg. Da. 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 Tja, da sieht man mal. Oh Gott, hier geht's doch noch weiter. Da sieht man mal, wie wichtig Kohle ist. Gerade in Höhlen. Blei. Trotzdem will ich erstmal gucken, wie es hier unten aussieht. Nicht, dass wir das Spiel auf die Fresse packen. Oha. Ja. Das sieht mir. Ach nee, doch. Okay. Doch nicht. Gut. Ja. Boah, Alter. Was macht die Hülle hier für Schlenker? Ist ja lebensgefährlich. Ist das überhaupt legal? Auch noch weiter. Okay, wir fangen einfach hier von oben an und dann bauen wir mal ab, was das reckelt. So. Boah, Alter, hat schon viel Eisen da an der Stelle. Nice. Nee, so. Eisen müssen wir jetzt nicht nachjagen. Zumindest nicht, wenn es so kompliziert zu erreichen ist. So, wo geht's hier hin? Ins Paradies, mein Freund, ins Paradies. Treten Sie ein und sterben Sie einfach. Das machen alle, die hier reinkommen. Vielleicht ist recht für alle. So. So, da oben war Blei. Ein bisschen scheiße zu erreichen, aber für Blei tue ich alles. Ne? Nichts ist in einer Zombie-Apokalypse wichtiger als Blei. Ist eigentlich wirklich so, ne? Ich meine, mit Blei kann man relativ einfach Batterien bauen. In der Zombie-Apokalypse ist ja alles meistens so, Strom ausgefallen, ne? Kennt man ja so. In jedem guten Survival-Game brauchst du eine Taschenlampe und für Taschenlampen brauchst du halt Batterien. Also. Schon mal aus der Devise. Naja, und natürlich, ne? Würdest du ja gegen die Zombies auch irgendwie dich zur Wehr setzen können. Und, Patronen aus Blei ist halt auch Classic. Ich weiß zwar nicht mehr, ob es heutzutage überhaupt noch Patronen aus Blei gibt, aber früher waren sie halt aus Blei, ne? Deswegen heißt es ja auch mit Blei vollpumpen. Wenn man niemanden erschießt. Also Rambo-Style erschießt. Wenn man jetzt vielleicht mit einem Schuss gezielt in den Kopf, dann spielt man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Blei vollpumpen. Aber wenn man jetzt hier so eine Rambo-Nummer abzieht, dann doch schon. Also. Das geht
geht hier einfach immer weiter runter, Alter. Es geht hier einfach immer. Überall ist Blei. Meine Fresse. Das Spiel zieht mich hier immer weiter in den Abgrund. Weißt du, wir werden hier noch drauf gehen. Das war jetzt schon. Und vor allem die Höhle schlängelt sich hier auch so. Das ist doch abartig. Da ist er da schon wieder hell. Was denn, warum ist er hell? Ist er Lava? Er muss ja. Oder ist das schon die nächste Höhle von uns? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist ein bisschen total krank. Möglich wär's. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie groß ist der Abstand. Aber doch, eben so weit weg war die zweite Höhle nicht gerade. Könnte also durchaus sein, dass das schon die nächste Höhle ist. Weil wie gesagt, die haben uns jetzt hier gerade extrem weit runter geschlängelt. Es war ja jetzt hier, ist ja schon... Ach, dabei komme ich jetzt wieder rauf, Alter. Alter. Einfach für hochkram. Wird schon funktionieren. Ach. So. Gut. Da gucken wir mal, was da so leuchtet. Im schlimmsten Fall Lava und wir sind tot. Ach, wir haben ja gar keine Fackel mehr. Wir haben gar keine... Na, wir bauen ja alles ab, aber keine Kohle? Was ist hier los? Ach doch, hatten wir. Alles gut. Ja doch, 10 Stück reichen. Also 40. So. So. Was ist das hier? Lack, was ist das? Es ist doch Lava. Nee. Ah, es ist unser Weg hier. Ah. Ja, schau mal, na, guck. Wo sind wir denn hier gelandet? Am Arsch der Welt. Wir könnten eigentlich auch, fällt mir gerade mal so ein, einfach mal unseren Gang absuchen, ne? Weil da haben wir auch sehr viele Stellen, wo Blei ist. Ne, quasi einfach immer, wenn wir Blei finden, einfach mal ein bisschen so in die Breite baggern. Ist ja technisch gesehen kein Problem. Wo ist jetzt der Ausgang? Da ist der Ausgang. Komm ich da am dümmsten hin? Hier komme ich da am dümmsten hin. Dankeschön. So. Dann gucken wir einfach mal, ob wir hier Blei finden. Aha, siehst du? Genau so meine ich. So, jetzt einfach mal ein bisschen so in die so ein bisschen in die Löcher graben hier so quasi so ein bisschen so. Wir müssen eigentlich auch schon relativ viel Blei finden. Mit die Art und Weise. Weil wie gesagt, wenn wir Blei finden, eigentlich schon mal relativ großflächig. Zumindest war es ja bisher so. So. Bam, 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 bam. So. Oh, Alter, was ist hier gerade los? Das war nicht mein Play-Vorrat. Alter, ist ja eine Goldgrube hier. Nur halt aus Blei. Alter, wie viel bitte? Wie viel? Boah, hier geht's einfach direkt weiter. Du kannst in jede Richtung graben, wie du möchtest, findest du überall Blei. Was ist hier los? Guckt euch das an. Wir brauchen mal ein bisschen Licht. Ich muss hier ein bisschen aufbrechen, damit mal ein bisschen Licht reinkommt. So ungefähr. Alter, wie geil ist das bitte? Not bad, not bad. Alter. Also das, meine Lieben, das nenne ich mal Ausbeute.
Alter. Der Stack war gerade locker garantiert allein in dem Bereich hier. Also gefüllt auf jeden Fall. Das war ja gerade sowas von viel. Da oben ist einfach noch mehr. Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Die Frage, wo sind wir hier? Finden wir diesen Ort wieder, wenn ich jetzt einfach runtergehe und... Ja, wir finden den Ort garantiert wieder. Wir gehen mal hoch. Da müssen wir eigentlich bald auf unseren Fahrstuhl kommen. Da müssen wir zu wissen, wie weit wir ungefähr runter müssen. Ja, man merkt schon, siehst du, wir sind ein ganzes Stück runtergegangen. Weil wir sagten, Ding, die Hülle, die wir runtergegangen sind, die ist ja einfach gerade nach unten gegangen. Wir sind da quasi von einer Treppe nach unten in die nächste, von einem so Ding nach unten in die nächste gegangen. Alter, aber wie, hier ist er auch schon wieder. Boah, Alter, guckt euch das an. Wir müssen unsere großen Hüllen gar nicht erkunden. Allein hier im Schacht haben wir halt massig. Ich gehe mal trotzdem jetzt nochmal hier rein. Ich will mal unser Seil wiederholen. Das werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Und von daher werden wir es garantiert irgendwann vergessen. Damit genau das nicht passiert, hole ich es jetzt einfach. Uah, gestorben. So, komm mal her, mein Lieber. Ach, hier ist halt auch immer noch welches. Oh Mann! So, Spitzhacke kaputt. Also fast. Oh, wir haben ja noch eine. Dann können wir doch noch ein bisschen hier kramen. Können wir doch noch mal ein bisschen hier. Noch mal ein bisschen nacharbeiten quasi. So, war das jetzt hier? Eben hier haben wir soweit schon alles abgebaut. Ach, sagte er und fand direkt das nächste. Licht. Die Sache ist wirklich fertig werden, tun wir hier sowieso nicht. Weil wir sagen, in Wänden ist überall Blei. Nur halt, wir sagen, wir können jetzt natürlich alles einfach alles abtragen, aber... Wir haben ja in der Montags- oder Dienstagfolge gesehen, dass es doch relativ ausbremst, wenn wir wirklich alles abtragen. Wäre zwar in dem Sinne sinnvoll, ne, dass wir dann halt die größte Ausbeute hätten auf der Gesamtfläche. Aber wie gesagt, es würde halt ewig dauern, unnötig oft unser Werkzeug verbrauchen. Von daher wäre das zwar die ergiebigste Variante, aber auch die langwierigste. Hier hört es schon wieder nicht auf. Ist doch nicht wahr. So, jetzt müssen wir aber abbrechen. Unsere Spitzhacke ist vorbei. Vorbei, klar. Also, aufgebraucht. Ach, hier ist ja direkt der Durchbruch. Da ist Blei! Scheiße. Achso. Ja. Wie konnte das denn passieren? Hier ist ja halt überall noch Blei. Hier ist überall in den Wänden noch Blei. Ich bin schon wieder da, wenn es... Geronimo. Das ist echt jetzt die nächste Höhle. Du wirst echt doch bald kommen. Wie gesagt, zwischen Höhle 1 und zwischen Höhle 2, da war der Unterschied ja gar nicht so groß, oder? Ah doch, ist auch ein ganzes Stück hier. Ist doch noch ein ganzes ordentliches Stück hier. Na, hier ist sie erst. Alter. Wir sind immer noch im Gebiet unserer ersten Höhle und haben einfach schon massig Blei gefunden. Es wartet halt nur darauf, geerntet zu werden. Das kann man wahrscheinlich so tatsächlich sagen.
So. Nice. Und diesmal haben wir keine Spitzhacke verloren. Einmal Applaus bitte eine Runde hier. Danke dafür. Runter geht ihr. Direkt mal hier. Dankeschön. Rinder mit dir. So. Was mir gerade einfällt oder auffällt. Warte mal, so, ich mach mal anders. Ich mach mal hier weg, hier weg, hier weg, 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 weg. So. 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 Perfekt. Tada! Perfekt. Alles schön, ne? Jetzt haben wir perfekte Ordnung. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Wir sind fast fertig. Not bad, not bad. Ich muss auch noch mal gucken in der Datei, wie viel wir jetzt genau brauchen. Aber sieht relativ gut aus. Doch, das kann man so sagen. Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Dann geht es eigentlich auch eigentlich die Aufnahme schon. Die Aufnahme geht einfach viel zu lang. Von einer Überlänge in die nächste Überlänge. Jetzt haben wir einfach schon fast eine Stunde aufgenommen. Ah ja, was willst du machen? Egal, bis zur nächsten Folge.